Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Ich habe mir gedacht, wir schauen mal, was der Vollmond mit sich bringt. Wir haben ja morgen Abend Vollmond und genau, da habe ich gedacht, wir schauen uns mal die Energien an, die der so mit sich bringt. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist trotzdem zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben, und zwar der nächste Vollmond. Ja. Guti, dann würde ich sagen, wir starten der Vollmond. Was bringt der kommende Vollmond mit sich? Wir haben hier das Gericht. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Wir haben den Wagen. Hier gehst du los. Hier kommt was in Fahrt. Hier kommen wir Vollmond. Was bringt er? Wir haben hier die vier der Kelche. Die Mäßigkeit. Und die 10 der Kelche, die zur Tür geflogen ist. Das heißt, hier stehen die 10 der Kelche ins Haus. Geile Energie, muss ich sagen. Wir haben hier noch das Ass der Kelche im Unterdeck. Und das, was mir hier ganz klar reinkommt, ist, hier bewegt sich was in Herzensangelegenheit. Etwas, worauf du vielleicht schon länger gewartet hast. Es kann auch sein, dass du hier tatsächlich von jemandem eine Nachricht bekommst, von dem du schon länger nichts mehr gehört hast, ja, der hier sozusagen in der Vergangenheit ein Angebot nicht annehmen wollte, einen Kelch nicht annehmen wollte, den du ihm gereicht hast. Du hast dich hier abgewandt, bist deines Weges weitergegangen, ja, Königin der Schwerter, Zwillinge, Waage, Wassermann vom Sternzeichen. Und ich sehe hier tatsächlich, bei dir bewegt sich einiges um den Vollmond. Also hier kann es tatsächlich auch um Entscheidungen für dich gehen, die du jetzt bestätigt bekommst, quasi wenn du in irgendeinem Prozess bist, der dir am Herzen liegt, ja, also in einem Gerichtsprozess oder auch in einem anderen Prozess, was behördlich der Natur ist, sehe ich hier eine positive Nachricht reinkommen, ja, die dich sehr, sehr freuen wird und vor allen Dingen, die dir wieder eine verbesserte Gesundheit schenkt. Ja? Auch generell hier im Liebesleben habe ich das, dass es sein kann, dass du nach langer Zeit jetzt jemanden endlich kennenlernst. Ja? Eine neue Liebe zeigt sich dir oder die Chance zumindest. Natürlich, wenn du dich zu Hause einigelst und zu keinem Kontakt hast, dann wird diese Liebe nicht einfach in deiner Wohnung oder in deinem Haus erscheinen. Ja? Das heißt, hier ist schon auch, wie gesagt, deine Aktivität gefragt. So habe ich das hier. Fakt ist, hier kommt die Erfüllung rein, die emotionale Zufriedenheit. Also ich habe das hier rund um den Vollmond, kann es wirklich sein, dass du merkst, okay, mir fängt es an besser zu gehen, meine Seele beruhigt sich. Du bist einfach in der Zufriedenheit und das bringt hier, wie gesagt, auch eventuell ein Treffen mit sich. Ja, es kann auch eine Reise sein, die du geplant hast jetzt zum Wochenende, und ich sehe hier wirklich ein wunderschönes Ereignis, was hier auf dich zukommt. Ja? Wir haben hier noch kein Gegenüber, aber wir schauen mal noch ein bisschen weiter. Ich bin gespannt, was die Karten hier noch verraten. Ja, wir haben hier die 10 der Schwerter. Das heißt, schlechte Gedanken gehen hier wirklich in die Auflösung. Es kann sich nochmal tatsächlich so von heute bis morgen hin, könnte sich das hier nochmal kurzzeitig zuspitzen, ja. Es kann aber auch, wie gesagt, jemand sein, der sich hier wieder meldet, mit dem du länger keinen Kontakt hast, wo der Kontakt abgebrochen ist. Das kriege ich hier rein mit den 10 der Schwerter. Und grundsätzlich gehen aber wirklich diese schlechten Gedanken hier raus, ja. Und hier kommst du wieder in die Zufriedenheit. Das ist das mit der Mäßigkeit, ja. Etwas darf hier auch wieder ins Gleichgewicht kommen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass du in der letzten Zeit eventuell sehr hart zu dir selbst warst. Du hast hier irgendwie Entscheidungen treffen dürfen, ja, die dich vielleicht auch seelisch belastet haben. Und
Du weißt aber jetzt, dass du dich wirklich auf dem richtigen Weg befindest. Ja, also du kommst ja auch in eine Klarheit. Wir sehen hier die Fahrt aus den Wolken. Das heißt, hier lösen sich Unsicherheiten, Ängste auf. Also diese Möglichkeit hast du zumindest, um den Vollmond das hier wirklich in die Heilung zu bringen. Ja, wie gesagt, ich sehe hier grundsätzlich eine seelische Verbesserung und Ende von einer schwierigen Zeit. Es kann auch sein, dass du vor kurzem jemanden kennengelernt hast und für dich aber selber auch entschieden hast, nee, das ist nichts für dich, ja, und hier sozusagen, ja, abgedampft bist. Es kann sein, dass diese Person sich ja auch nochmal bei dir meldet, das kriege ich ja auch für einige rein, oder so eine Person. Und hier kommt tatsächlich es auch so, dass du wirklich das Gefühl hast, es kann jetzt wieder fließen bei dir, ja, auch im Liebesbereich. Jo, hier haben wir die 7 der Stäbe und den Tod, ja, der hier nochmal gefallen ist, wo ich auch nochmal die Bestätigung habe, hier endet eine Abwehr, hier endet eventuell auch, dass man hier einen Kelch nicht annehmen wollte, ja, vielleicht hast du auch hier irgendwie jemanden, den Zugang zu dir versperrt und du hebst es wieder auf sozusagen, ja. Hier kommt zumindest die Chance rein, wieder in den Kontakt zu gehen und eine schöne Zeit zu haben, beziehungsweise hier wirklich wieder in die Kommunikation zu gehen, ja. Mit dem Tod sehe ich auch natürlich hier eine Einladung auf dich zurollen, sehr unerwartet, sehr plötzlich, wo du auch das Gefühl haben könntest, nee, das sage ich jetzt lieber hier ab, für mich ist das Ding durch, ja. Auch das sehe ich hier für die eine Reisegruppe, für die anderen, sie werden es annehmen. Hier besteht auf jeden Fall die Chance von großem Gefühl, etwas in den Fluss zu bringen, ja, und sozusagen hier wirklich mit den 10 der Kelchen in eine emotionale Zufriedenheit kommen. Auch kann es sein, dass du momentan wirklich das Gefühl hast, jeder wollte dir an die Karre pissen, auch das wird aufhören. Ja, also hier sehen wir tatsächlich einfach eine seelische Entlastung, die hier stattfindet zum kommenden Vollmond, ja. Das ist doch schon mal ganz schön. Auch etwas sehr Hoffnungsloses, ja, könnte hier tatsächlich wieder aufgelebt werden, könnte sich doch noch zum Guten ja, drehen, sagen wir mal so, ja, oder ereignen. Und damit hast du nicht gerechnet. Wir haben hier mit den 8 der Schwerter, dass es hier auch darum gehen könnte, dass du wirklich dich hier von Themen aus der Vergangenheit befreist, ja, die Themen, die in der Vergangenheit dich immer wieder belastet haben, dass das sozusagen jetzt wirklich in den Abschluss kommt. Wir sehen hier, wie gesagt, auch ein gesundheitliches Thema, was dich hier eventuell belastet hat, was jetzt bereit ist, wo man sich wirklich befreien kann. Auch wenn noch nicht alles damit abgehakt ist, sehe ich aber grundsätzlich eine Zufriedenheit, ja, wenn du hier auf ein gesundheitliches Thema schaust. Bei der Gesundheit habe ich tatsächlich, dass es hier auch mit deinem Stimmapparat etwas zu tun haben kann, ja, also vielleicht hast du auch in der letzten Zeit vermehrt unter Herpes gelitten oder sowas, das kriege ich jetzt auch durchgegeben, ja, eine Virusinfektion oder auch verschiedene Halsinfekte, Halsschmerzen, dieser Bereich des Kehlchakras kommt mir ganz stark durch, ja, wo es gesundheitliche Probleme geben könnte, auch da sehe ich eine Verbesserung drin. Okay, es hat sich bisher immer noch kein Gegenüber gezeigt. Wir schauen noch ein bisschen weiter. Hier ist die Einladung, ja, hier kommt definitiv eine Einladung zustande. Tatsächlich ist es auch so, dass du eventuell wirklich zu deiner Familie fährst, ihr irgendwo schön essen geht oder in irgendeine Bar oder Café oder irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit und du lernst da einen ganz, ganz tollen Menschen kennen, ja, oder du hast die Chance, aber du bist gleich so, boah, nee, weiß ich nicht, vielleicht sagt er dir optisch nicht zu, das habe ich hier tatsächlich für die einen oder anderen, du solltest dir aber diese Chance ein bisschen genauer angucken, ja, weil ich sehe hier, wie gesagt, die 10 der Kelche, das ist wirklich Familiengründung, das ist hier auch ein Zusammenzug, das ist ja auch, tatsächlich hier ist auch möglich, ein Antrag, wenn du in der Beziehung bist, ja, die schon länger besteht, dann sehe ich hier tatsächlich einen Antrag nach langer Zeit, ja, worauf du vielleicht auch schon lange gewartet hast, das könnte ja auch möglich sein und gleichzeitig hast du hier wirklich sogar schon überlegt oder hast
zumindest die Gedanken waren da, dass es hier jemand vielleicht mit dir auch gar nicht ernst meinen könnte, weil man sich hier nicht wirklich festbinden möchte. Auch so eine Information kriege ich rein. Vielleicht bist du in einer Partnerschaft, aber dir fehlt das i-Tüpfelchen, sage ich mal, die Heirat, die Hochzeit, ja. Und du hast mit den Gedanken gespielt, ob das hier wirklich der Partner fürs Leben ist, ja, weil das jetzt nach so einer langen Zeit nicht gekommen ist. Ich kriege hier mindestens 4 Jahre, die ihr zusammen seid, rein, ja. Also wenn du hier in Partnerschaft bist, dann kann das hier für dich auch noch eine wichtige Information sein. Das wird kommen, ja. Hier ist es wichtig, sich nicht zu viele schlechte Gedanken zu machen. Ja? Ich sehe auch diese schlechten Gedanken dann rausgehen bezüglich einer positiven Überraschung, die jemand hier für dich plant oder auch ein schönes Treffen, ja, eine schöne Einladung, die hier stattfinden kann. Wir sehen hier den Genuss mit den 9 der Kelchen und hier geht was in die Vollendung. Ja? Also hier geht wirklich etwas in die Vollendung. Ja, auch ein Rückzug. Ja, ein Rückzug geht hier raus. Es könnte jemand sein, der, wie gesagt, sich von dir emotional zurückgezogen hat oder jemand, der wirklich im Rückzug war. Ja, ich sehe hier auch eine Single-Person. Also es ist niemand, der gebunden ist. Vielleicht erfährst du auch davon, dass jemand seine Themen abgeschlossen hat und sozusagen jetzt frei ist. Ja, auch das wäre jetzt möglich. Und es bringt dir hier auf jeden Fall eine wunderschöne Nachricht. Ja, der nächste Vollmond bringt dir auf jeden Fall eine wirklich emotionale Zufriedenheit und eine wunderschöne Nachricht. Das habe ich hier schon mal. Fakt ist, zu der Person, ich habe das Gefühl tatsächlich, das ist ein Mensch, der generell ein sehr zurückhaltender Mensch ist, mit dem du es hier zu tun hast. Ja, auch bei ihm könnten diese gesundheitlichen Probleme eine Rolle spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Mensch häufig sehr unterkühlt rüberkommt, ja. Und du bist ja jetzt die Königin der Schwerter, das heißt, ihr ähnelt euch ziemlich in dem Verhalten, ja. Es könnte auch sein, dass du es hier mit einer Jungfrau zu tun hast, das habe ich hier auch noch. Starkes Sicherheitsbedürfnis könnte dieser Mensch haben, er ist ein Genussmensch, was ich hier reinbekomme. Und es geht darum, dass man hier wirklich anfängt, eine neue Basis zu gründen, ja, etwas in die Heilung zu bringen, vielleicht auch gewisse Dinge zu erklären, ja, und sich eventuell auch zu befreien. Das war vielleicht auch seine Aufgabe, ja, und das kann jetzt zum Vollmond passieren und du wirst diese Nachrichten bekommen und dann wirst du sehr, sehr glücklich sein. Ich habe das Gefühl, du bist so in deiner Ruhe, in deiner Gelassenheit, ja. Und hier haben wir den Magier, der eben auch nochmal anzeigt, dass dieser Mensch wirklich mit einem Neubeginn um die Ecke kommt. Hier geht es um Meisterschaft, hier hat jemand etwas gemeistert, hier geht es auch um starke Selbstreflexion, um das Grenzen setzen. Ja, vielleicht durfte er hier auch anderen Menschen aus seinem Umfeld Grenzen setzen oder du hast diesen Menschen wirklich eine Grenze gesetzt, ja, das kann ja auch möglich sein, oder es ist wirklich eine komplett neue Person mit dem Magier, wo du vielleicht erstmal so sagst, ja, optisch ist es jetzt nicht unbedingt mein Ding, ja, aber dieser Mensch hat hier echt einen interessanten Charakter, ja, da kann man etwas drauf aufbauen, so habe ich das hier. Er ist facettenreich, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch mehrere Hobbys eventuell haben könnte, sehr kreativ ist und wie gesagt, das ist eine zurückhaltende Persönlichkeit, jemand, der eventuell auch so ein bisschen, ja, wirklich unterkühlt rüberkommen könnte. Es ist ein Genussmensch auf jeden Fall und mit dem Magier zeigt er sich hier auch vielseitig talentiert, ja, vielleicht hat er auch einen Meisterbrief, er könnte handwerklich begabt sein oder er hat einen Meister gemacht, ja, das kommt mir heute auch rein, in irgendetwas ist er Meister, Malermeister oder sowas, ja. Ja, das Ganze wird hier auf einer freundschaftlichen Basis aufgebaut. Ja, hier geht es darum, mit den 6 der Münzen einen Ausgleich vom Geben und Nehmen. Das heißt, dieser Mensch wird sehr freundlich, sehr zuvorkommend dir gegenüber sein. Und ich habe das Gefühl, er wird hier auch wirklich investieren in diesen Neubeginn, ja, der jetzt für euch ansteht. Und hier ist, wie gesagt, auch eine emotionale Zufriedenheit deinerseits zu sehen, ja. Und du schaust hier wirklich auch auf
den Wagen, das heißt, du hast hier die Zügel in der Hand. Ja, du entscheidest im Endeffekt, möchtest du diesen Menschen eine Chance geben nochmal? Möchtest du mit diesen Menschen näher kennenlernen? Oder möchtest du die Beziehung eventuell auch weiterführen? Ja, also diese Möglichkeiten habe ich hier. Sehr, sehr spannend, finde ich. Wir schauen jetzt mal ein bisschen weiter, welche Sternzeichen hier noch wichtig wären. Hier haben wir die Jungfrau. Hier haben wir die Zwillinge, wir haben den Skorpion, hier haben wir die Fische, die Waage. Und den Stier. Und im Unterdeck habe ich hier noch den Widder. Also für diese Sternzeichen kann das wirklich wichtig sein, ja, oder vielleicht ist auch dein Gegenüber hier ein Sternzeichen davon. Es kann natürlich auch, und das möchte ich auch noch kurz noch einmal erwähnen, ja, es kann auch jemand tatsächlich aus der Familie sein, zu dem du schon länger keinen Kontakt mehr hattest, wo es vielleicht auch ein paar Diskrepanzen gab, ja. Und wo jetzt wirklich wieder die Versöhnung ansteht und man begegnet sich hier sehr, sehr freundschaftlich. Ich habe hier das Gefühl, es könnte hier sich auch um die Eltern handeln oder beziehungsweise irgendjemand anderen aus der Familie, der einen, ja, sagen wir mal, höheren Stand hat als du in der Familie. Ja, also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein Cousin oder eine Cousine ist, sondern es wird vielleicht eine Tante, ein Onkel sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, oder die Großeltern oder die Eltern. Sowas habe ich. Das kann auch noch möglich sein, dass hier da eine Versöhnung reinkommt. Ja. Und natürlich kann es auch sein, dass du hier mit einem Kind zu tun hast, ja, dass es hier auch um dein eigenes Kind geht, wo jetzt sich eine Verbesserung anzeigt, eine Einladung reinkommt, vielleicht auch zu einem Familienfest, ja, auch das wäre möglich hier und man begegnet sich erstmal so ein bisschen unterkühlt eventuell, aber taut dann mit der Zeit immer mehr auf und du merkst, okay, da ist eine Annäherung wieder möglich, ja, also dieses Szenario habe ich auch für eine kleinere Reisegruppe, es könnte wichtig werden. Okay. Falls dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann das hier trotzdem dein Reading sein, ja, sofern du eine Resonanz verspürst. Die Sternzeichen können passen, sie müssen aber nicht immer passen, ja. Okay, was kriegen wir hier noch? Ja, wir haben hier die Geduld, das göttliche Timing, die Transformation und das Zyklus, oder das Zyklus, der Zyklus, der endet, ja. Was ich gesagt habe, du gehst jetzt wirklich in eine emotionale Zufriedenheit, vielleicht warst du sehr, sehr unzufrieden, du warst vielleicht auch wirklich, du hattest es mit jemandem Trotzigen zu tun, könnte auch noch so eine Eigenschaft von dem Menschen sein, ja. Oder du warst trotzig in der Vergangenheit. Und wir sehen hier einfach, dass das geht raus, ja, auch diese schweren Gedanken, die es am Boden liegen. Also ich habe das Gefühl, du kriegst hier wirklich zum nächsten Vollmond neue Energie zugespielt, ja, auch vom Universum. Es kann auch sein, dass du tatsächlich neue Freunde kennenlernst rund um den Vollmond, ja, oder um die Energien. Es könnte sich um tatsächlich auch eine ältere Person handeln, ja, eine Person, mit der du auch, ja, ziemlich genial auf Augenhöhe bist, ja, wo du sagst, okay, das hat hier wirklich, ja, das gefällt mir, ja. Also neue Freundschaften sind hier auch drin. Wir haben hier die White Lady, Träumerin, Passivität, das Geheimnisvolle, die Eleganz und der Jungbrunnen. Ich sag ja, also ich habe hier wirklich das Gefühl, du hast dich wirklich eine Zeit lang älter gefühlt, als du vielleicht auch bist, aufgrund dieser Belastungen, ja. Und die gehen jetzt raus. Und auch, wie gesagt, auch das Gesundheitliche könnte dich hier wirklich belastet haben. Und du wirst jetzt merken, dass es sich verbessert, ja. Also wir sehen den Jungbrunnen hier, auch die Eleganz. Vielleicht hast du auch Bock, rund um den Vollmond neue Dinge auszuprobieren, was das Optische anbetrifft, einen neuen Kleidungsstil oder tatsächlich neue Frisur, Haarfarbe, ja.
Oder es ist auch so, dass du im Moment einen ganz starken Drang zu Blumen hast, ja, dass du dir ständig neue Blümchen kaufen musst oder Pflanzen, ja, weil du einfach momentan einen ganz, ganz starken Drang danach hast, gewisse Pflanzen bei dir zu haben, weil sie dir auch eventuell nochmal Kraft schenken können, ja. Mir kommen die Pflanzen rein, mir kommt die Pflanzenkunde rein, womit du dich beschäftigen könntest, ja, oder was dir wichtig sein könnte. Vielleicht hat auch der Mensch, mit dem du es zu tun hast, etwas mit Pflanzen zu tun, ja. Jo. So, jetzt haben wir hier noch das, verkehrt rum, das Maskenpaar, versteckte Gefühle und das Crown Girl. Hier geht es darum, du wirst hier Optionen bekommen. Du wirst ja auch wirklich, wenn du Single bist, die Chance haben, tatsächlich einen Menschen kennenzulernen. Ja? Ich habe hier wirklich bei den Singles so ein bisschen die Problematik, dass es wirklich sein kann, dass du sagst, boah, optisch ist es gar nicht mein Fall. Ja? Oder irgendeine Sache am Optischen könnte dich wirklich stören. Wenn es jetzt wirklich was Gravierendes ist, wo du sagst, okay, da stimmt die Anziehung nicht, ja, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann sehe ich dieses Szenario, dass du da wirklich auch jemanden einen Korb geben könntest, ja. Ansonsten, wenn es da wirklich jetzt, ich sag mal, um was Belangloses geht, wie den Kleidungsstil, ja, da kann man ja irgendwann dann drüber reden oder man kann es ja mal anmerken, ne. Und ich habe das Gefühl, du kommst hier wirklich absolut in deinen Selbstwert. Du weißt, was du willst, ja, und du trägst hier auch keine Maske mehr. Und ich glaube, wie gesagt, wenn es irgendwas ist, was man ändern lassen kann, ja, an diesen Menschen, dann kann man hier wirklich drüber sprechen. Wichtig für dich ist auch hier das Ende von Masken tragen, ja. Das kann hier mit einem Menschen zu tun haben, der hier immer wieder eine Maske getragen hat. Ich habe das Gefühl, hier fallen Masken. Ja, und es kann sich hier auch tatsächlich bei deinem Gegenüber handeln, wenn er jetzt noch gebunden ist, dass bei dieser Person, mit der er noch verbunden ist, dass da die Masken fallen und er dieses wahre Gesicht dieser Person erkennt. Ja, und daraufhin hier auch sich befreit, weil er mit diesem wahren Gesicht nicht einverstanden ist. Das habe ich ja auch für einige. Ansonsten ist es einfach so, du hast hier auch ein hohes Schutzbedürfnis, ja. Ich darf dir sagen, du bist hier beschützt rund um den Vollmond, ja. Du hast hier auch eine ganz starke Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn du noch im fruchtbaren Alter bist, bisschen Vorsicht, ja. Wir haben hier die 10 der Kelche, das kann hier wirklich knallen, ja, auch wenn es nicht die Herrscherin ist. Aber ich habe hier auch eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Also bitte da ein bisschen aufpassen, ja. Schützen, falls du das nicht wünschst, ja. Ja, im Unterdeck haben wir hier noch die männliche Energie, die hier wirklich wichtig wird. Es kann jemand sein, der auch tatsächlich kommt mehr rein. Jemand, der grundsätzlich sehr aktiv am Leben teilnimmt. Also nicht jemand, der jetzt nur zu Hause ist, auch wenn er ein sehr ruhiger Vertreter ist. Aber grundsätzlich ist er sehr aktiv, hat vielleicht einiges an Hobbys, an Projekte, die er nebenbei laufen lässt. Ich habe hier auch eine kleine Nebenbeschäftigung, die er eventuell ausführen könnte. Und ja, dieser Mensch wird hier versuchen, wirklich dich zu erobern. Es liegt an dir, ob du es annehmen möchtest oder nicht. So habe ich das. Okay. Was fehlt noch von den Engeln? Ja, hier fliegt schon die verbesserte Gesundheit. Das finde ich Wahnsinn, weil ich es ja am Anfang wirklich direkt gesagt habe. Ja, das war etwas, was mir hier reinkommt. Schwere geht raus, schwere Gedanken gehen raus. Kann auch, wie gesagt, mit einer Bewegung zusammenhängen, mit einer Reise zusammenhängen und du kommst hier in diese emotionale Zufriedenheit. In den kommenden Wochen wird sich hier einiges nochmal verbessern, denn du hast hier auch ganz viele hilfreiche Personen. Wie gesagt, hier könnte es auch neue Menschen geben, die du kennenlernst, die dir auch nochmal verhelfen, hier wirklich in deine Zufriedenheit zu kommen, dich unterstützen, vielleicht auch nur alleine, weil sie dir zuhören, ja, oder weil sie dir einfach Wertschätzung entgegenbringen. Ansonsten
ist es hier wirklich so, hast du ein gesundheitliches Thema und du sagst, nee, ich bin aber noch an diesem Punkt, es geht mir saumäßig, ja, ich habe gewisse Probleme, auch mit der Seele oder Psyche, dann ist es so, hier gibt es hilfreiche Personen, die dich unterstützen können und in den kommenden Wochen zeigt sich dann schon eine Verbesserung an, wenn du aktiv wirst, ja. Wichtig ist immer, dass wir selbst bei uns anfangen. Das heißt, wenn wir uns verändern, verändert sich das Außen. Das ist einfach ein altes Grundgesetz, ja. Und sowas sehe ich ja auch. Du kannst dir deine Situation wirklich verändern. Du hast die Zügel hier selber in der Hand. Und der Vollmond pusht dich dahingehend auch nochmal. Okay. Dann schauen wir weiter mit den Krafttier-Orakelkarten. Wir haben hier die Lerche, Hoffnung und Vertrauen. Das darfst du haben, dass sich hier etwas verbessert, dass es dir wirklich auch besser gehen wird. Und dann haben wir hier unseren Kumpel, den Aal, den Zitteraal, ja. Also völlige Hingabe und Vertrauen. Es wird wirklich wichtig, Vertrauen zu haben, ja. Und es könnte auch, wie gesagt, sein, da kriege ich mein berühmtes Bzzzt rein, ja, dass es hier wirklich zum Vollmond, vielleicht auch in den Abendstunden, eher in den Abendstunden, ja, eine Nachricht kommt, eine Einladung kommt, wo du erstmal so gerade stehst, ja, und denkst, was ist das denn jetzt, ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann fängst du vielleicht auch an, wirklich zu überlegen, hin und her zu überlegen, kommst du in diesen Moment, dass du nicht weißt, was sollst du tun, ja, weil du vielleicht auch kurzzeitig überfordert bist. Bleib da wirklich bei dir, sei im Vertrauen, dass du genug Selbstwert hast, genug Kontrolle und genug Optionen vor allen Dingen hast. Setz deine Krone auf und geh entweder hin oder lass es bleiben, ja, sag es ab. Diese beiden Optionen gibt's. Und ich habe es hier auch so, dass hier deine Hingabe geprüft wird vom Universum. Das heißt, ich glaube, hier kommen einiges an Impulsen rein. Ganz speziell habe ich diese Impulse bezüglich, ich weiß nicht, in mir kommen Symbole rein, ja, die du immer wieder siehst. Es kann auch ein besonderer Buchstabe sein, der für dich wichtig ist. Also mir kommt ein geschwungener Buchstabe rein. Ich weiß nicht, was es mir sagen soll. Vielleicht kann damit jemand von euch etwas anfangen, ja. Es kann auch sein, dass sich jetzt diese Verwickelungen und Verstrickungen, ja, wo einer immer so gemacht hat, ja, fass mich bloß nicht an, hier, ne, die vier der Kelche, ich habe keinen Bock darauf, lass mich in Ruhe, ja, dass diese Person jetzt wirklich ganz handzahm wird, sagen wir mal so, ja. Ja, aufhört mit seinem Bzzzt. Wo ganz in Ordnung ist, ja. Und diese Verwicklungen und Verstrickungen sich sozusagen auflösen, das ist auch etwas, was mir reinkommt. Ja, dann schon, das waren die falschen Karten, Moment. Ha, ich bin schon ganz durcheinander. Die Lerche oder der Aal könnte natürlich eine Bedeutung für dich haben, ja. Vielleicht hast du einen Bezug zu diesen Tieren. Vielleicht ist es dein Lieblingstier oder du siehst diese Tiere häufig im Fernsehen. Könnte für dich ein wichtiger Hinweis sein. Mir kommt die Farbe dunkelgrau rein. Es könnte sein, dass dieser Mensch ein dunkelgraues Auto fährt. Anthrazit, die Farbe Anthrazit kommt mir auch rein. Wir haben hier Calcit. Hektische Zeiten, Multitasking, ja, also ich sag ja, es könnte kurzzeitig sein, wenn das dann in Fahrt kommt, ja, dass du da kurzzeitig wirklich ein bisschen, ja, ja, ins Strudel kommst, ja, und nicht so genau weißt, was machst du jetzt, ne? Bleib erstmal ruhig, nimm dir 5 Minuten und, ja, vielleicht hast du auch wirklich so die letzte Zeit unheimlich viel arbeiten müssen. Du hattest hier vielleicht auch Gerichtsprozess, ja, oder behördliche Themen, die dich unheimlich gestresst haben und es war hektisch. Du bist nicht zur Ruhe gekommen, auch vielleicht einfach nur seelisch nicht zur Ruhe gekommen und auch das wird sich jetzt hier auflösen. Dann haben wir hier noch den Jadestein. Hier geht es um das Wohlbefinden, ja. Es geht um die Gesundheit. Also irgendetwas hat dich hier gesundheitlich schon runtergerockt. Definitiv. Eine Verbindung hat dich hier gesundheitlich sehr belastet, ja. Und auch hier haben wir tatsächlich die Heilung mit drin.
Und wir haben hier noch den Titan-Regenbogen-Quarz und das ist das Facettenreich. Das habe ich gesagt zu ihm, ja. Ich glaube, dass dieser Mensch sehr viele Facetten hat und er dir auch am Anfang noch gar nicht alle Facetten zeigt, ja. Also dieser Mensch öffnet sich peu à peu. Das ist auch dieser Eremit, das ist dieses Zurückhaltende, ja. Wo du vielleicht auch denkst, okay, es ist eine Schlaftablette, aber er ist eigentlich gar keine Schlaftablette. Und manchmal, muss ich ja sagen, ist auch eine Schlaftablette sehr wohltuend, ja, gerade wenn man unter Schlafstörungen leidet. Ach, das war ein Spaß, ihr Lieben. Also, obwohl das ja wirklich so ist, ne? Aber er ist keine Schlaftablette. Ich habe ihn hier wirklich, er ist schon ein interessanter Mensch, der hier liegt, ja, auch wenn er vielleicht am Anfang nicht ganz so diesen Anschein macht. Außer du sagst jetzt, okay, ist voll der Abtörner, ja, dann kann man es nicht ändern. Wenn die Anziehungskraft no matcht, ja, dann ist es so. Das kann man nicht erzwingen, das ist einfach. Wir haben hier die Zahl 88, die Zahl 8. Es könnte hier auch tatsächlich um einen Seelenpartner gehen, der hier quasi in dein Feld entweder erneut kommt oder neu reinkommt. Ja, es ist alles im Fluss, also es fängt wieder an zu fließen, es läuft wieder bei dir, auch generell im Leben, ja, so habe ich das. Und du wirst sehen, du wirst hier sehr, sehr zufrieden sein. So, und dann haben wir hier noch die Zahl 5. Also die 85, die 58 könnte für dich wichtig sein und hier im Unterdeck habe ich noch den Donnerstag, die Zahl 4 und 5, 45, 54, 48, 58, habe ich schon gesagt. 55 kommt mir noch rein. Vielleicht hast du auch an einem Donnerstag immer ein bestimmtes Ritual, was du immer wieder machst. Das heißt, Donnerstag backst du mal einen Kuchen, ja, dann ist das ein Ritual. Und das könnte für dich ja auch noch ein Hinweis sein. Ansonsten kann der Monat 8, 4 oder 5 für dich von wichtiger Bedeutung sein, ja. Und ich habe das Gefühl, dass sich jemand jetzt wirklich für dich auch einsetzen wird. Vielleicht hast du ja auch wirklich Probleme mit Behörden gehabt. Du wirst hier hilfreiche Personen finden, die dich unterstützen, die sich für dich einsetzen und du wirst hier in die Zufriedenheit kommen, ja, auch wenn du damit gar nicht mehr gerechnet hast. Auch das nehme ich wahr. Ansonsten kann die Zahl 8854, kann in deiner Telefonnummer vorhanden sein, in der Reihenfolge, wie ich sie gesagt habe, oder die 548 könnte in deiner Postleitzahl sein, ja? 548 kriege ich durch. Vielleicht siehst du auch häufig die Zahl 5 in doppelt, ja, also 5:55 oder irgendwie sowas, ja? Oder 4:55, vielleicht sind das auch Uhrzeiten, zu denen du öfter mal wach bist oder du auf die Uhr schaust, ja, dann könnte das ja auch noch ein wichtiger Hinweis sein. Und ich habe das Gefühl, ja, hier steht wirklich ein Neubeginn für dich an, ne? Also etwas geht jetzt vorwärts und du hast das nicht mehr gedacht, du hast damit nicht mehr gerechnet. Wir haben hier die Ariel und das ist auch so schön, weil im Disney-Märchen Ariel ist ja auch das Happy End, ja. Und hier haben wir neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten durch Lernen, Beten und Meditieren. Also, ich habe das Gefühl, wenn du merkst, irgendwie so zum Vollmond, es zieht dich jetzt so ein bisschen runter, kannst du dir hier wirklich behilflich sein durch Meditation oder auch durch die Natur. Gleichzeitig kommt mehr rein, dass du eventuell ein paar außergewöhnliche Dinge erlebst rund um den Vollmond. Deine geistigen Fähigkeiten sollen eine Stufe höher kommen. Ja, das heißt, es können wirklich so, weiß ich nicht, vielleicht hast du auf einmal einen Geruch von einer dir bekannten Person in der Nase, die schon verstorben ist, ja, oder tatsächlich ist es irgendwie so, dass du, keine Ahnung, irgendwelche Dinge im Spiegel bemerkst tatsächlich, ja, oder andere Phänomene, die sich dir zeigen könnten rund um den Vollmond. Es geht hier auch darum, dass du spirituell aufsteigen wirst, ja.
Also das habe ich hier auch für einige mit drin. Ja, Buchstabe A könnte für dich sehr wichtig sein. Wir haben nochmal A. Azur, das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und vertraue. Versuche nicht zu erzwingen. Also wir haben hier dreimal das Wort wirklich Vertrauen drin. Es geht hier um das Urvertrauen auch, ja. Und ich glaube, du wirst wieder Vertrauen ins Leben bekommen, weil du hier bemerkst, dass sich hier etwas bewegt, dass sich hier etwas zum Positiven verändert in deiner Richtung, ja. Sehr, sehr schön. Hier kommen auch Nachrichten rein, ja. Auch das Universum funkt dich an. Wie gesagt, du bekommst hier Botschaften, die sehr ausgeprägt sein können um den Vollmond, wie ich es eben schon gesagt habe. Es können aber auch gerade über Träume sich zeigen oder auch über Tiere, ne? Zahlen. So, eine möchte ich ganz gern noch. Und wir haben hier Mystik. Schreite beschwingt voran und akzeptiere kein Geht nicht, rechne mit wunderbaren Lösungen. Ja, das ist das, was ich im Endeffekt gesagt habe. Tatsächlich habe ich hier irgendwie das Gefühl, dass einer von euch einen sehr, sehr hellen Hautton haben könnte. Und mir kommt tatsächlich heute auch ein auffälliger Muttermal kommt mir rein. Und zwar am Oberkörper, ja, ist dieser auffällige Muttermal. Das könnte hier noch eine wichtige Information sein. Das nächste, was mir noch reinkommt, ist, dass jemand eventuell ein künstliches Kniegelenk hat. Warum auch immer das künstliche Kniegelenk jetzt reinkommt, ich gebe es durch. Vielleicht kann damit jemand was anfangen. Okay, jo. Hier haben wir den heimlichen Verehrer oder du hast sogar mehrere heimliche Verehrer, das kann auch möglich sein, ja. Und wir haben hier noch das für immer und das ist das, was ich gesagt habe. Auch hier ist die 8, ja, die ist von wichtiger Bedeutung. Hier kommt wirklich etwas in Fluss. Ein heimlicher Verehrer wird auch die Masken fallen lassen. Es kann auch tatsächlich ein Freund sein, mit dem du schon länger ja, im Gange bist, ja, eine Freundschaft pflegst und auf einmal sagt man dir halt, oh, ich habe hier Gefühle für dich. Auch das könnte tatsächlich zu diesem Vollmond passieren. Ist ja spannend. Okay, schauen wir mal mit den Monology-Karten. Ergib dich dem Göttlichen. Also hier ist auch nochmal die Bestätigung tatsächlich der Vollmond, ja. Ergib dich dem Göttlichen heißt hier wirklich, dass das Universum versucht, dich eine Stufe höher zu stellen, was die Spiritualität anbetrifft. Ja, das ist die Botschaft, die ich reinbekomme. Und gleichzeitig darfst du hier wirklich Vertrauen an das Universum haben. Das Universum irrt sich nicht, ja. Das möchte das Universum, dass du es weißt. Und hier ist die Zeit der Heilung, ja. Also, wir sehen hier wirklich, dass es hier um einen Heilungsprozess geht, der jetzt abgeschlossen wird, ja, und es wird dir definitiv wesentlich besser gehen. Es kommt ja eine emotionale Zufriedenheit zu dir zurück. So, was haben wir hier noch zu den... Das waren zwei, okay. Wir haben hier den Lebensweg. So, Unalome ist ein buddhistisches Zeichen und steht für den Lebensweg, der nicht geradlinig läuft, sondern kurvig. Es erinnert dich daran, dass wir Fehler machen und dass Herausforderungen dazugehören. Die Libelle unterstützt dich bei deinem Lebensweg mit ihrer Medizin. Leichtigkeit, Flexibilität, Dynamik, aber auch Ruhe. Und vielleicht ist diese Schlaftablette auch für dich ganz gut, weil du vielleicht auch wirklich vielleicht bist du ein sehr, sehr nervöser Mensch und er ist dein Ruhepol sozusagen. Könnte ja auch für einige wichtig sein. Grundsätzlich nehme ich einfach wahr, dass du hier schon einige Kurven im Weg gegangen bist, ja, auch immer wieder mal von deinem Weg eventuell abgekommen bist und hier kommst du jetzt wieder auf den richtigen Pfad. Du kommst auch aus der Unsicherheit, aus der Unklarheit kommst du raus in die Klarheit. Und hier zeigt sich mit der Libelle eben auch der Neubeginn an, ja. Und das ist auch ganz genau so gewollt. Wir haben hier noch das Mindset. Mache dir deine Gedanken bewusst und frage dich, ob du das gerade wirklich glauben möchtest. Will ich das glauben? Ist es wirklich so? Also auch das könnte sein, dass du hier wirklich so ein bisschen um den Vollmond herum oder auch zum Vollmond dir viel zu viele Gedanken machst, ja. Viel zu viel schon abcheckst, vielleicht auch bei einer neuen Person, ja.
Vielleicht ist wirklich auch irgendeine Sache, die ihr sagt, und du gehst gleich wieder in diese Negativität. Und das sollst du auf keinen Fall tun, weil hier kommt eine Chance rein, die wirklich gut ist. Und achte hier wirklich auf deine Gedanken, dass du denen auch nicht zu viele Sorgen machst, denn ich sehe hier wirklich eine Zufriedenheit. Ja, du kannst hier zufrieden sein. Ich habe hier nichts Schlimmes, was hier passiert, sondern eher, wenn, sind es deine Gedanken, die dich runterziehen. Ja, und da sollst du dann mit Meditation auch oder mit der Natur oder das, was dir eben hilft, da rauszukommen, ja, da sollst du dir dann behilflich sein. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Also es wird leichter. Was sagen denn hier noch die Charms? Was haben wir hier? So, wir haben hier den Liebespfeil mit dem Love. Ja, also es geht hier wirklich auch um eine neue Liebe, die du hier kennenlernen kannst. Amos Pfeil, ja, jetzt habe ich es. Und es kann auch, wie gesagt, jemand aus der Vergangenheit sein, der hier wieder auftaucht, ja. Hier ist das dritte Auge, was auch nochmal angesprochen wird. Dann haben wir hier die Miezekatze. Es kann wirklich auch sein, dass du als Haustier eine Katze hast oder dass du wirklich jetzt auch eine, also der tiefere Sinn, der tiefere Blick, ja, für die Sachen hast. Katzen sind sehr feinsinnig, feinspürig, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach so, dass du deine Sinne schärfst. Ja? Du wirst auch eventuell etwas entdecken. Und es kann auch darum gehen, dass zum Beispiel jemand, also Katzenaugen sind ja sehr, sehr auffällig meistens, und dass jemand so ähnliche Katzenaugen hat. Ja? Dieser Mensch könnte ja auch wichtig sein für dich. Okay. Und wir haben den Vogel und die Muschel. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, es geht um Aufregung, Nervosität. Ja, du weißt eventuell kurzzeitig nicht, was du machen sollst. Sollst du dich darauf einlassen, sollst du das nicht? Also hier könnten wirklich deine Gedanken wichtig werden, deine Emotionen. Ja, auch mit dem Vogel, du könntest dir hier auch von Freunden, ja, sage ich mal, einen Rat abholen, ja. Aber achte bitte immer auch auf dein Bauchgefühl. Was sagt dein Bauchgefühl, ja? Das ist auch nochmal wichtig. Ich habe hier schon, dass du hier hilfreiche Personen in deinem Umfeld hast, ja, und dich da auch beraten kannst. Aber ich habe hier auch so ein bisschen dieses Getratsche, dieses drüber, also über dich reden, über die Situation reden, ja, vielleicht an, also vielleicht auch deine Familie mit anderen, ja, also sowas habe ich hier auch irgendwie drin. Grundsätzlich ist hier eine Aufregung zu sehen, die ich eigentlich mehr positiv wahrnehme. Das bedeutet hier wirklich, Amorsfall kann hier voll treffen. Oder bei dem anderen, ja, also wenn du jetzt sagst, ja, das ist aber voll der Abtörner für mich, dann hat aber Amorsfall bei ihm volles Brett getroffen, ja, und das hat seinen Sinn. Das Universum irrt sich nicht. Und hier geht es darum, dass du auf jeden Fall vielleicht auch, geht es manchmal auch ums Ego streicheln, ja, also ich nenne das immer Ego streicheln, also es tut natürlich gut, wenn man Komplimente bekommt, wenn man liebe Worte bekommt, ja, wenn man einfach gewertschätzt wird. Und es kann wirklich sein, auch wenn du jetzt sagst, für mich ist der Typ ein absoluter, ist ein absolutes No-Go, ja, dass es aber deinem Ego gut tut und dass es einen Sinn hatte, dass dieser Mensch dir vielleicht gewisse, oder dass dieser Mensch dir begegnet ist und gewisse Dinge in dir angetriggert hat, ja. Oder wie gesagt, dein Selbstwert nochmal gepusht hat. Auch das kann einfach möglich sein, ja. Es hat immer alles einen Sinn und das kriege ich hier so ein bisschen rein. Das wirst du auch bemerken. Also du wirst hier, wie gesagt, sehr selbstbewusst auch auftreten, ja, Königin der Schwerter und dann noch das Crown Girl, das ist schon eine starke Energy, die hier ist und du wirst auch für deine Meinungen einstehen, ja, und ja, also hier zeigt sich an, du kommst hier wirklich in eine sehr, sehr schöne Energie zum Vollmond, keine großen Probleme, die ich hier sehe, ja, also
Wenn, sind es so ein bisschen selbstgemachte Probleme mit den Zähnen der Schwerthammen. Viele Gedanken, die dir durch die Birne kreisen könnten. Lass dich davon wirklich nicht ausbremsen, ja? Ja, ihr Lieben, damit belasse ich es jetzt auch. Und ich hoffe, dass ich euch natürlich einen kleinen Gefallen damit tun konnte, dass ich euch eine kleine Hilfe war, dass ihr hier was mitnehmen konntet für euch. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich nochmal für jegliches Kommentar, für jedes Abo, was ihr mir da lasst, für jegliche Wertschätzung in meine Richtung. Danke, danke, danke. Und ich bin sehr, sehr dankbar, so eine tolle Community gefunden zu haben und freue mich natürlich auch über ja, den Wachstum meines Kanals, unfassbar. Also ich bin, also mich haut es immer wieder vom Hocker, auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne restliche Woche und bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf. Und für die, die neu sind und es noch nicht wissen, ich gebe es noch bei Facebook, da könnt ihr mir gerne eine Freundschaftsanfrage stellen unter Janinas Sternstunde, findet ihr mich. Und ich mache keine persönlichen Legungen. Alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox unter jedem Video. Ihr Lieben, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.